Heute siehst du bei den Spielmanns. Ich hatte einen ganz besonderen Gast im Krankenhaus. Ich bin Elsa. Wow. Es tut so weh. Da müssen wir sofort operieren. Immer samstags, manchmal mittwochs, aber immer 15 Uhr. Familie Spielmann. Willkommen bei den Spielmanns. Na, wie war der Kindergarten heute? Voll toll, wir haben braune Blätter gesammelt. Braune Blätter? Wieso das denn? Eigentlich sammelt man doch bunte Blätter, um sie zu trocknen. Bunte Blätter? Ja, wenn der Sommer vorbei ist und der Herbst kommt, dann werden alle Blätter bunt. Manche rot, manche gelb, andere orange. Man hebt die auf und legt die in Buchseiten von dicken Büchern. Da werden die Blätter dann getrocknet und gedrückt. Dann kann man die behalten. Das klingt voll schön. Können wir das auch machen? Ja, aber erst im nächsten Herbst. Ach, Manno. Wir können aber im Frühling das gleiche mit grünen Blättern machen. Oh ja. Aber jetzt sag doch mal, wieso habt ihr braune Blätter gesammelt? Weil die so schön sind. Findest du echt? Klar. Braun ist so schön wie dunkelrot. Okay, mein Schatz. Und was habt ihr mit den Blättern gemacht? Wir wollen ein Kleid basteln, aber es ist noch nicht fertig. Aber was für eine schöne Idee. Das war meine Idee. Aber ein paar andere Mädchen haben mir geholfen. Und ein paar Erzieherinnen auch? Klar. Also das musst du unbedingt Mama zeigen, wenn es fertig ist. Die findet das bestimmt toll. Ja! Ist das denn dreckig oder sind die Blätter sauber? Manche haben wir ein bisschen abgewaschen und auf die Heizung gelegt. Gut, sonst wäre das hier im Auto bestimmt schon eine richtige Schlammschlacht. Aber Papa, ich bin doch vorsichtig und ich kenne die Regel. Ein Auto ohne Dreck fährt am besten weg. Und, wie war die Arbeit? Ich dachte schon, du fragst nie. Wieso? Ist was Spannendes passiert? Ja. Erzähl's mir, Papa. Los! Also, es fing an wie ein ganz normaler Arbeitstag. Ich habe mich heute Morgen ganz normal angezogen, ich habe ganz normal gefrühstückt, bin auch ganz normal zur Arbeit gefahren und habe mich da auch ganz normal umgezogen. Meine Arbeit ist zwar nie langweilig, aber ich war mir sicher, dass mich an diesem Tag nichts überraschen würde. Und? Hat dich was überrascht? Oh ja. Sag schon! Drei Sachen haben mich heute überrascht. Möchtest du raten? Du musstest ein Tier operieren. Nein, die erste Überraschung war ganz klein. Du hast dein Pausenbrot vergessen. Fast. Ich habe aus Versehen das von Erik mitgenommen. Und was waren Überraschungen 2 und 3? Nummer 2 war, du weißt ja, was ich nicht so gerne esse, oder? Rucola. Richtig. Und Erik mag das ja richtig gerne. Weil ich sein Brot hatte, war da Rucola drauf. Und ich habe das zu spät gesehen. Reingebissen. Das hat mir geschmeckt. Es war richtig lecker sogar. Jedenfalls war das Überraschung 2. Ich mag Rucola. Wer hätte das gedacht? Und was war die dritte Überraschung? Hui, die dritte Überraschung ist die beste. Sag schon! Ich hatte einen ganz besonderen Gast im Krankenhaus. Du kennst sie. Du magst sie. Sie kennt dich und sie mag dich auch. Rate. Frau Lurchbein? Nein. Elsa? Ja! Oh mein Gott! Was hat sie? Geht's ihr gut? Ist sie tot? Hast du sie gerettet? Erzähl mir alles! Los, Papa, bitte! Ich muss alles wissen! Jetzt mal langsam, ich erzähle alles. Wie geht es Ihnen heute, Herr Rübel? Etwas besser, Herr Doktor, danke. Aber mein Rücken, da habe ich noch solche Schmerzen. Ich kann mich gar nicht gerade hinsetzen. Tut es auch im Liegen weh? Ja. Nur im Rücken oder auch woanders? Bis jetzt nur im Rücken. Oben am Rücken oder weiter unten? Oder etwa in der Mitte? Links? Rechts? Eigentlich überall. Seit wann? Seit ein paar Tagen. Dann werde ich nachher mal eine Krankenschwester vorbeischicken. Dann können wir die Stelle zumindest einmal wärmen. Dr. Spielmann, wir haben hier einen Notfall. Kommen Sie sofort, bitte. Ja, ich komme. Auf Wiedersehen. Gute Besserung. Danke. Guten Tag, ich bin Dr. Spielmann. Ich bin Elsa. Das ist Anna. Was ist passiert, dass du so schreckliche Schmerzen hast? Ich weiß es nicht. Hast du was Falsches gegessen? Weiß nicht. Zeig mal genau, wo es weh tut. Ich kann mich nicht bewegen. Weißt du, wo es ihr weh tut? Ja, sie hat gesagt, unten am Bauch.
Hier? Wow, 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 ja, genau da. Das ist der Blinddarm. Elsa, von 1 bis 10, wie doll tut das weh? 1 wäre nicht doll, 10 wäre richtig doll. Nein, es tut so weh. Da müssen wir sofort operieren. Ich werde gleich alles vorbereiten. Danach wird es dir besser gehen. Versprochen. So, Elsa, gleich geht's los. Ist alles in Ordnung mit dir? Ich weiß nicht. Was passiert hier gleich? Ich werde dir eine Narkose geben, dann schläfst du ganz ruhig und wirst auch nichts mitbekommen. Ich werde in deinen Bauch gucken und den Blinddarm trösten. Der ist nämlich ein bisschen sauer. Mit Spritzen? Ja, mit einer ganz kleinen Spritze. Das will ich nicht. Ich mag die nicht. Aber die ist ganz mini, mini klein und du wirst richtig gut schlafen. Trotzdem nicht. Aber Elsa, dein Bauch tut doch weh, oder? Ja. Also das wird nie weggehen, wenn ich dir nicht helfe. Ach, ich werde mich einfach daran gewöhnen. Also daran kann man sich nicht gewöhnen. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Oder Anna? Wirklich nicht. Elsa, du bist so tapfer und ich bin die ganze Zeit neben dir. Und pass auf, dass nichts passiert. Die ganze Zeit? Ja. Aber du darfst auch wirklich nicht weggehen. Werde ich nicht. Denk einfach mit an Olaf. Der sitzt zu Hause und drückt uns ganz doll die Daumen, damit nichts schief geht. Ja, Olaf denkt an uns. Ich denke auch an ihn. Gibt es etwas, was du morgen unbedingt machen möchtest? Eis essen und Musical.lies. Das können wir machen. Oder, Herr Doktor? Natürlich, so viel ihr wollt. Yay! Wisst ihr, wer auch gerne Musical.lies macht? Nein. Weißt du es, Anna? Nein. Meine Tochter und mein Sohn. Die heißen... Pia und Erik? Ja. Die kennen wir. Ich weiß, deshalb kenne ich auch euch. Und die beiden haben euch auch wirklich richtig gern. Wir die auch. Vertraust du mir, dass ich nichts Böses mache, Elsa? Ja, ich vertraue dir. Gut, Anna ist hier, ich bin hier und dann fangen wir jetzt an. Wenn ich bis 3 zähle, wirst du einschlafen. Versprochen. 1, 2, 3. Die OP lief gut und Elsa ist nach ein paar Stunden gesund und munter wieder aufgewacht. Gut gemacht, Papa. Danke, das war die einfachste OP, die ich je hatte. Das ging richtig schnell. Elsa war total mutig. Genau wie du, mein Schatz. Aber wenn ich nicht von dir erzählt hätte, dann hätte sie vielleicht die OP nicht mitgemacht. Also hast du sie auch gerettet. Wow, ich habe Elsa gerettet. Ja, da kannst du sehr stolz auf dich sein. Ja. Also, du hattest Eriks Brot dabei. Du magst jetzt plötzlich Rucola und du hast Elsa getroffen. Was für ein aufregender Tag. Ja, sehr aufregend. Viel besser als meine Geschichte mit den Blättern. Findest du? Ich finde es sehr schön, dass du die braunen Blätter gesammelt hast, um dir ein Kleid daraus zu machen. Ich bin richtig stolz auf dich. Ich bin auch stolz auf dich, Papa. Du hast Elsa das Leben gerettet. Weißt du, was passieren würde, wenn es Elsa nicht mehr geben würde? Nein, was denn? Ich wäre sehr traurig. Oh, ich weiß. Aber das wollen wir nicht. Aber, Papa, Moment mal. Was denn? Du hast gesagt... Sag, was ist los? Das klang in deiner Geschichte so, als hätte Elsa dich gar nicht erkannt. Und Anna auch nicht. Aber die wissen, wie du aussiehst. Die wissen, dass du mein Papa bist und ich deine Tochter bin. Und ich glaube auch, dass Elsa richtig tapfer und mutig ist. Richtig doll. Ich würde nicht Angst haben vor einer kleinen Spritze. Die ist viel mutiger als alle anderen. Was denkst du? Papa, hast du mich veräppelt? Papa, sag jetzt, war die Geschichte erfunden oder nicht? Na gut, ich hab dich veräppelt. Ach, Papa, du bist doof. Hey, wieso doof? Wieso machst du sowas? Wieso erfindest du sowas? Ich hab doch nur Spaß gemacht. Du magst es doch, wenn ich spannende Geschichten erzähle. Ja, aber nur, wenn ich ins Bett gehe. Wenn ich unter meiner Kuscheldecke bin. Dann sind die spannend, aber dann weiß ich ja, dass das nicht echt ist. Hattest du denn eben Angst bei der Geschichte? Ein bisschen. Oh, das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur eine tolle Geschichte erzählen. Schon okay, Papa. Erzählst du mir heute Abend wieder eine Geschichte? Klar. Aber auch wieder eine mit Elsa und Anna. Und diesmal mit Olaf. In Ordnung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du hier auf noch mehr tolle Familie-Spielmann-Videos klicken oder am besten gleich unseren Kanal abonnieren, damit du die neueste Folge auf gar keinen Fall verpasst. Wir sehen uns!